Ja, moin Leute und herzlich willkommen zur vermutlich letzten Folge hier bei Let's Play Digit, der Bagger-Simulator. Und ja, in der letzten Folge haben wir hier drei Szenarien gemacht. Das hat, glaube ich, 2,5 Minuten gedauert, das 2,5 Minuten und das 15, also das ging relativ zügig. Und jetzt haben wir das letzte Szenario, Kiesgruben-Felsbrocken. Diese Kiesgrube wird nie voll betriebsbereit, wenn wir diese Felsbrocken nicht wegräumen. Hiefe die Felsbrocken in den Muldenkipper, parke den Muldenkipper in dem ausgewiesenen Gebiet. 60.000 gibt's, 25 Minuten. Ja, der Lohn ist im Gegensatz zu den anderen hier natürlich so hoch, weil wir das Gerät natürlich mitbringen. Und ja, die Schaufel ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders. Da bin ich mal sehr gespannt. Und das hier sind... Wo sind denn hier die Felsbrocken? Ach, das ist, sind die hier wahrscheinlich. Ja. Andere sehe ich nicht. Das andere, die da hinten und so, das ist alles nicht... Dafür, also ist jetzt so nicht gemeint. Das sind halt welche, die so in der Landschaft sind, aber das hier sind dann halt die beweglichen. Wir parken mal unseren dezenten Muldenkipper in der Nähe. Und dann kann es losgehen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier haben wir nämlich noch ein bisschen mehr. R und F. Ich glaube, da kann man so eine Klappe mit... Ah... Ja, das ist natürlich sehr, sehr praktisch. So, nach vorne, das kennen wir. Und auf und zu. Ja, haha. Das kann ja mal lustig werden. Da müssen wir mal uns die richtige Technik überlegen, wie wir das machen. Ja, aber finde ich nochmal gut, dass hier nochmal so ein bisschen Abwechslung hier nochmal am Ende kommt. So, es ruckelt gerade so ein bisschen. Das nervt mich so leicht. So, und dann würde ich sagen... Ja, das hat sich doch schon mal ganz gut gelohnt. Damit müssen wir jetzt behutsam umgehen. Und hier rüber, Achtung, und jetzt machen wir das ganze Ding hier auf. Und dann fällt der Kram hier runter. Ach was, 16% waren das jetzt erst? Naja. Wir haben ja ein paar Minuten Zeit. So, das ist so ähnlich wie mit dem Radlader. Hier müssen wir den ganzen Krempel dann wieder so ein bisschen ausrichten. Oh, ey, das ist ja nicht normal, dass das so scheiße ruckelt. Ich weiß nicht, was los ist. Nein, 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 das war schon richtig. Oh, ey, hallo. Wieso greift denn der nicht? Irgendwie check ich's gerade nicht. Aha. Irgendwie hatte der da wohl einen Widerstand. So, kriegen wir den da auch noch vom Felsen weg? Nein. Ist schon durchgerutscht? Okay. Also durch das Geruckel nervt mich das hier gerade so ein bisschen. Ich verstehe es nicht, warum das hier so extrem ist. Bisschen komisch. Aber gut, lässt sich jetzt nicht ändern. So, das Ganze kommt hier wieder drüber. Gucke ich nochmal nicht, dass wir es dahinter runterfallen lassen. Und dann machen wir das wieder auf. Und dann fallen die raus. Und liegen dann schön da drin. So, aber das waren noch lange nicht alle. So, machen wir hier mal weiter. Jetzt verteilen wir die hier so ein bisschen. Das ist ein bisschen doof. Wir niemals wieder hinkommen. Naja. Das wird nochmal lustig werden, ne? Wenn wir da nicht komplett hinkommen, das wird Fummelkram werden noch.
So, gucken wir gerade mal. Oh nein, und dann ist der eine tatsächlich zu weit. Ach, was ein Ärger. Ja, ich weiß nicht, mit Sand war es irgendwie entspannter, ne? Naja, was soll's. Ah, den einen kriegen wir nicht mehr. So, ich fahre mal lieber ein bisschen so zurück. ...36% und die sind da alle so schon so nervig an der Wand. Das wird noch richtig unangenehm, glaube ich. War jetzt noch nicht so lohnenswert. Ja, nehmen wir so mit. Ah, da fallen sie immer noch alle so ein bisschen runter. Aber so ein paar sind es immerhin. Naja, der ist da eh schon mehr oder weniger schon durchgefallen. Und Abgang. Ja, und dann holen wir uns die nächsten wieder und so weiter und so fort. Bis wir hier vermutlich bei 75 sind, weil danach wird es denn wirklich richtiger Fummelkram. Da habe ich jetzt schon keine Lust zu. So, den lassen wir schön nach hinten fallen und dann holen wir uns hier die nächsten. Ah, will irgendwie nicht so, ne? Oh, das, was ruckelt denn da so? Ist schon ein bisschen nervig. Also ich zweifle es irgendwie, dass es hier an meinem Rechner liegt. So, ja, das hat sich einigermaßen gelohnt. Boah, krank, ey. Was ist da los, ey? Mann. So, und dann lassen wir die raus. Vorsichtig. Schön, und da ist schon wieder einer runtergefallen. Das heißt, wir sind von 54 wieder auf 52. So, eieieiei. So, schauen wir mal. Ja, irgendwie ruckelt sich so zurecht und ein bisschen was ist auch drin. So. ...60%. Naja. Immerhin. So, ich würde fast sagen, dass wir hier mal den so ein bisschen nach vorne fahren. Damit wir da mal hinkommen. Denn hier liegen doch noch so ein paar. Sollte schon so. Und dann greifen wir da irgendwie zu und nehmen mit, was wir kriegen. So, boah, das ist doch nicht normal, oder? Naja. Ich habe keine Ahnung, Leute. Es sind auch nur 3 Frames. Also irgendwo was passt da nicht. Und es wird nicht besser. Ja, das hat sich auch richtig gelohnt hier jetzt.
So, dann müssen wir hier mal ein bisschen Platz schaffen. Guck mal, wenn wir den haben, ist es kein Problem. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist irgendwie ein bisschen unglücklich programmiert. Dass da vielleicht so ein paar, ja, komische Berechnungen vom Spiel gemacht werden, wenn man hier in dem Großen drin ist. Auch wenn es jetzt natürlich funktioniert. So, ich würde hier ganz gerne mal so ein bisschen die Steinchen, die da sind, rüberschieben. Ne? Nicht mit der Schaufel, also nur mit der Seite von der Schaufel. So, schön rüber. Und dann können wir mal versuchen, hier so ein paar reinzukriegen, aber das sieht jetzt nicht so ertragreich aus, von der Ausgangsposition her. Aber wir müssen sie sowieso hier so ein bisschen rüberschieben. Ja, jetzt ist dieser fette Stein da im Weg. Das dachte ich mir schon irgendwie. So. Oh, und jetzt fängt er schon wieder an, so rumzuspacken. So, dann nehmen wir den auch noch mit und schieben den so rüber. Wollen ja hier nichts vergessen. Jeder Stein hat das Recht, geschoben zu werden. So, und dann haben wir zumindest so ein paar bekommen, ne? Das war schon mal gar nicht so schlecht. Besser als nichts. 62%. Also das ist jetzt nicht mein Lieblingsgefährt, ne? Muss ich mal so sagen. Das ist jetzt ein bisschen... weiß nicht. Aber es muss halt gemacht werden, ne? Das Szenario hat uns... Oder der Entwickler hat uns gesagt, hier komm, Steine und so aufheben. Mach das jetzt und dann müssen wir uns dann natürlich auch dran halten und das erledigen. Wollen ja auch nicht entlassen werden. So, da sind schon mal einige drin. Die Frage ist, wie kriegen wir die da jetzt auch so hin, dass sie da drin bleiben? Ja, bis auf die zwei Widerspenstigen haben wir sie bekommen. Also, wir nähern uns der 100%. So, jetzt wieder einen Tick zurück. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, hier könnten wir theoretisch, wenn es jetzt zu lange dauert, dann die Reißleine ziehen und dann holen wir uns hier unsere, naja, wie viele Sterne wird es geben? Wahrscheinlich zwei. So, und dann müssen wir hier jetzt zusehen, dass wir die Steine dort wieder hier in die Mitte geschoben bekommen. Das ist jetzt wieder so die nächste Aufgabe. Das heißt, ich versuche das mal, wenn wir jetzt die hier runter machen, irgendwie, dass wir das irgendwie so geschoben bekommen. Das wäre auch zu schön gewesen, ne? Da müssen wir anders bei. Da müssen wir nochmal anders bei. Am besten von der anderen Seite. So, ruckel, ruckel. Ja, sehr schön. Immer wenn der irgendwie so nah an diesem Ding hier dran steht, ne? Irgendwie hat er dann, glaube ich, Probleme, wenn das damit zu tun hat. Und ich kann da gar nicht mit hingucken. Ah, der eine Stein da hinten, der fällt nämlich gleich runter.
So, wollen wir da einmal versuchen, so zuzupacken? Ja, ne? Ich hoffe, ich mach's jetzt nicht schlimmer. Naja, einer, ne? Können wir drauf verzichten. Hier, den lassen wir wieder frei. Schmeißen wir wieder ins Wasser. So, ich versuche das mal mit der anderen Seite. Irgendwie werden wir doch beikommen. So, irgendwie vielleicht mit der Spitze oder so. Wenn wir, das müsste eigentlich klappen. Das müsste eigentlich klappen. Ja. Das war doch okay. Und jetzt können wir nochmal einen Versuch wagen. So, Achtung, hoch. Und dann bloß, dass die hier bei uns reinfallen in die Schaufel. Ja. Jeder Stein muss jetzt gefeiert werden. Und die anderen liegen auch nicht so schlecht. Da können wir gleich nochmal direkt zupacken. Gut, 84. Naja, wir kommen so langsam ran, ne? So, und mit dem richtigen Winkel können wir jetzt nochmal einige uns zusammenholen. So könnte es klappen. Mir mehr erhofft. Scheiße. Ja, sehr schön. Das dürften, glaube ich, noch mal zwei oder drei sein. Das hieße, wir wären dann bei 90%. Dann müssten wir da noch 5 rumliegen haben. Da würden wir uns natürlich auch noch drum kümmern. Solange wir Zeit haben. Ruckel, ruckel. So, rein hier. Ja, waren 3, sehr schön. Also, 5 Stück brauchen wir noch. Da haben wir 3 in der Nische. Wird aber schwer ranzukommen. Aber wenn wir hier schon 2 schaffen, dann wäre das schon gut. Ah, ist nicht so einfach. Komm schon. Ah, Mensch, es geht nicht. Ganz langsam. Die rutschen immer durch, ja? Das ist doof, weil der Berg so doof ist. Wenn wir hier vielleicht von einer anderen Seite kommen, so ein bisschen eher von der Seite, dann geht's vielleicht. Aber das ist jetzt halt ein ganz schöner Fummelkram. So, vorsichtig, überlegen. Nein, jetzt haben wir es ganz schlimm gemacht.
Ach, komm schon. Ach, wisst ihr was? 1940. Soll das, das soll reichen, ne? Die anderen 5, die können da bleiben. Zack. Und so gibt's auch 3 Punkte. Na gut, hätte ich das gewusst, dann hätten wir schon vor 10 Minuten aufgehört. 3 Sterne natürlich. Ja. Also, das ist doch mal nett. Ja, dann haben wir hier eigentlich mehr oder weniger alles durch. Klar, hier sind so ein paar, das hätte man nochmal besser machen können. Aber mein Gott, wenn ich jetzt eins anfange, dann muss ich die anderen auch machen. Ja, ansonsten gibt es bei diesem Spiel hier auch noch ein freies Spiel, ne? Klein, mittel, extra groß. Oder klein, mittel, groß und extra groß. Da können wir auch nochmal hier so zum Zeigen, kann ich da auch nochmal reingehen. Und da kann man sich dann halt richtig schön austoben. Also wenn man mal wirklich überhaupt keine Ahnung hat, was man machen möchte, dann kann man hier hiermit was machen. Also da können wir hier, ist egal wo, also hier kann man dann rumbuddeln, wie man lustig ist. Guck mal, diesmal sind auch keine Steine da, die rumnerven. Und dann kann man sich hier richtig wie zu Hause fühlen, ne? Extra, extra groß, das ist dann hier einfach mit Bergwerk und sowas. Und so weiter und so fort, ne? Gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hiermit eigentlich durch. Ich sag danke fürs Zuschauen, Leute. Und ja, wenn es euch gefallen hat, immer gerne hier auch einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns auch in anderen Spielen. Mittlerweile müsste auch der Landwirtschaftssimulator am Laufen sein. Da dürft ihr auch sehr gerne raufgehen. Da gibt es auch noch ein Gewinnspiel. Also nicht vergessen, auf meinen Kanal Landwirtschaftssimulator 15, Gewinnspiel und so weiter. Wäre schön, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Und ja, der nächste Simulator auch. Hier wird dann kommen, Bausimulator, habe ich eigentlich auch noch in Planung dieses Jahr und so weiter und so fort. Also ich sage danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.